Autostrada del Sole, Italiens wichtigste Verkehrsader. Für die Transportunternehmen mit ihren gewaltigen Trucks ist sie längst zur bedeutendsten Nord-Süd-Verbindung geworden. Diese Tatsache ist jedoch auch den organisierten Banden nicht verborgen geblieben. Immer häufiger kommt es zu Überfällen. Bis zum Ende des vergangenen Jahres meldete die Statistik bereits 6.000 verschwundene Fahrzeuge mit Frachten im Wert von über 1.000 Milliarden Lire. Besonders gefragt sind Ladungen mit Medikamenten, Zigaretten oder den Erzeugnissen der Unterhaltungselektronik. Der Einfallsreichtum dieser modernen Wegelagerer ist geradezu genial. Ständig wechseln sie ihre Taktik und machen damit ein gezieltes Vorgehen der Polizei fast unmöglich. Aber ein bisschen plötzlich, klar? Was habt ihr mit mir vor? Ich hab euch keine Kinder zu Hause. Bitte tut mir nichts! Halt die Schnauze! Los, mach keine Zick! Aussteigen! Warum denn? Weil du mit der Kohle tümmelst! Ich hab niemanden was genommen, doch mit niemandem verschuldigt!
Veto! Die hauen wir ins Rosetto! Wir sind die Größten weit und breit! Sieg hat unser Zeitvertreib! Na, zufrieden, Signor Mariotti? In 12 Kämpfen haben wir 7-mal durch K.O. gewonnen, 2-mal durch Punktsieg und 3-mal unentschieden. Schön und gut, Signor Pipinello, aber ich kann mich noch immer nicht wegen des Goldmedaillendiebstahls beruhigen. Ich verstehe einfach nicht, wie so etwas passieren konnte. Es ist wirklich schrecklich heutzutage. Manchmal habe ich Angst, dass sie mir die Goldtropfen aus den Zähnen klauen. Hey, Fahrer, halten Sie bitte an. Ich will aufsteigen. Also dann, Wiedersehen, Jungs. Wir sehen uns am Montag beim Training, in alter Frische. Montag ist gut. Ja, ich habe Senior Rosenbaum, was geben Sie mir für diese hübschen Goldmedaillen? Hören Sie mal, begrüßt man so einen alten Freund? Schon wieder in fremde Beutel gegraben, was? Ich kaufe keine gestohlene Ware, das weiß der Dickwanz ganz genau, aber er kommt immer wieder. Was? Ich bring dich um! Hey! Ich mach ihn kalt! Seit wann störst du dich an dem Wort Dickwanz? In seiner Heimat, da sind die Leute so dürr, dass sie klappern, also ist Dickwanz dein Kompliment, kapiert? Aber Inspektor, was würden Sie sagen, wenn ich zu Ihnen Saukopf sagen würde? Sag das nochmal, hä? Sag das nochmal zu mir! Aber in meiner Heimat ist Saukopf eine Delikatesse. Halt jetzt deine Schlabberschnauze, sonst kommst du heute Mittag auf den Grill. Den armen Jungs, die sich dafür die Knöchel wund geboxt haben, die Goldmedaillen klauen, hä? Die blutige Nasen hatten, hä? Die aus dem Zahnfleisch nach Hause schlichen, hä? Die hängen die Medaillen zu Hause auf, das ist totes Kapital. Ich versuche, die Wirtschaft anzukurbeln. Gleich kommen mir die Tränen. Hey, Inspektor, Sie waren auch mal in der Branche tätig. Wissen Sie denn nicht mehr, als Sie noch Autos geknackt haben? Sie waren der Beste von uns allen. Also drücken Sie schon ein Auge zu. Ich drück dir gleich den Hintern zu. Immer auf den Kleinen, so mag ich's. Hallo Rocky, seit wann gehst denn du nachmittags zur Schule? Na heute zum Beispiel. Montag, Dienstag, Freitag und im Februar gehe ich wieder vormittags. Kannst du überhaupt schon schreiben? Ja, mein Füller hat aber eine ganz miserable Feder drin. Takini, der neben mir auf der Bank sitzt, hat 5 verschiedene davon und alle sind aus Gold. Dann klau dir einen. Ich bin kein Dieb, merk dir das. Hast du das von deinem Papa? Der schlägt mich auch immer. Pass bloß auf, dass mir die Hand nicht gleich aus... Bist du verrückt? Mein Junge in den Hut, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ja, ist ja schon verstanden? Gut wie Peer. Niemand mag mich. Wenn ich hier schon getrocknet habe. Angela! Ja, ich komm gleich. Wir sprechen uns noch. Warum lachst du? War das so witzig? Es ist soweit. Ich muss gehen. Wie lange wirst du wegbleiben? Hm, 1 Monat oder 2. So lange? Was? Ist doch nicht das erste Mal, oder? Doch, es kommt mir so vor. Als ich den Auftrag übernommen habe, da musste ich was versprechen. Ich darf dich nicht anrufen. Ja. Tja. Ich habe einen neuen Namen, verstehst du? Luigi Rossi. Ab heute bin ich Fernfahrer. Jeder hat nun mal seinen Job. Tu mir einen Gefallen und hör jetzt auf zu flennen, ja? Ich weine doch nicht wegen dir. Ich weine doch wegen der Zwiebeln. Ich komme schon. Doch hin, oder? Ja, ist doch klar. Komm, Rocky, wir fahren. Hey, Inspektor, könnten Sie mich ein Stückchen mitnehmen? Mein Trainingsanzug ist eingelaufen. Ich traue mich nicht auf die Straße. Das ist stark. Sag mal, weißt du eigentlich, wie ein Arsch mit Ohren aussieht? Nein, wieso denn? Würde ich mal im Spiegel ansehen. Mal, im Kino haben sie jetzt Rocky 3 angekündigt. Wenn du zurück bist, gehen wir zusammen, ja? Großes Macaroni-Ehrenwort. Hey Papa, wann machst denn du wieder einen neuen Rocky? Was meinst du damit? Mich hat's ja wohl nicht der Storch gebracht. Ich hab selbst gesehen, wie dich der Storch auf die Fensterbank gelegt hat. Ich war mal auf. Nein, den haben sie mit dem Flaschenzug aus dem Misthaufen gezogen. Aber Inspektor. Hör auf zu sabbeln und steig ein. Gut, Rocky. Und pass schön auf deine Mama auf, ja? Du kannst dich auf mich verlassen. Ciao, Papa! Weißt du was? Am meisten werde ich die Spaghetti al Pesto vermissen, denn die macht keiner so wie meine Angela. Übrigens, was ich noch sagen wollte, das mit den Goldmedaillen...
Jetzt habe ich's vergessen. Du wolltest diese Orden für Hirnrissige deinen Sportsfreunden zurückgeben. Ja, ja, das war's, Inspektor. Wissen Sie, ich suche nach einem eleganten Weg, wie ich Sie zurückbringen kann. Vielleicht gebe ich Sie im Fundbüro ab oder ich schicke Sie per Boten hin. Oder noch besser wäre, Sie besorgen mir einen Briefbogen vom Polizeipräsidium. Dann könnte ich dem Verein offiziell schreiben. War das wieder falsch? Also sag mal, für wie bescheuert hältst du mich eigentlich, du mieses kleines Warzenschwein? Aber Inspektor, sind wir jetzt Nachbarn oder nicht? Wenn du noch lange auf dieser linken Tour reist, dann kündige ich dir, du Wüstling, du Arbeitsscheuer. Ich gebe dir genau 24 Stunden Zeit, um den albernen Krempel zurückzugeben. Du siehst doch, dass ich dir alle möglichen Türen öffne. Aber die nächste ist die vom Kittchen, das sag ich dir. Sie sehen das so eng, Inspektor. Es ist kein Diebstahl, es ist nur ein Tausch. Ich habe diesem dilettantischen Boxerverein praktisch meine Erfahrung gegeben. Und dafür müssen die natürlich bezahlen. Das Leben ist verdammt teuer. Außerdem möchte ich irgendwann heiraten. Ich habe eine gewisse Cinzia kennengelernt. Sie ist ein Goldkäferchen. Sie heißt Bocconotti Cinzia. Wie heißt sie? Bocconotti Cinzia. Zündhölzer. Hey, Cinzia, arbeitest du noch weiter, wenn du heiratest? Nein, nein, ich habe mit meinem Dicken abgemacht, dass wir noch 3 Jahre arbeiten und dann werden wir ein Geschäft für religiösen Krimskrams eröffnen. Oh, das ist toll. Der Schund geht bei den Touristen immer. Zündhölzer, Kleenex. Nein, danke. Dann nehme ich wenigstens ein Stück mit. Ja, gern, wo wollen Sie denn hin? Das überlasse ich dir. Komm, komm, steig ein. Aber danach bringst du mich wieder hierher. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Der Platz hier ist nämlich ausgesprochen günstig. Übrigens, ich heiße Bocconotti Cinzia. Freut mich. Du bist ein ganz süßer. Geht mir langsam auf den Geist. Vielleicht will er ein Autogramm von mir, ne? Hey, du! Wohin fährst du denn? Ich fahre nach Cremona. Na, da kannst du dich auch was gefasst machen. Vor Florenz ist alles blockiert. Da war ein Riesenunfall. Am besten, du fährst vor Florenz von der Autostrada runter in Richtung Rimini. Heißer Tipp, danke. Ciao! Ciao! Tanken, aber nicht reinpinkeln, ja? Na klar. Ach, Verzeihung. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Das ist Ihnen aus der Tasche gefallen. Bitte nehmen Sie es. Alles klar? Aber wie ist denn das möglich? Oh, vielleicht hat sie jemand angerempelt. Wenn man es vorne laufen lässt, hat man hinten nicht so viel Gefühl. Ist doch ganz logisch. Danke, sehr freundlich von Ihnen. So, und wir halten draußen noch einen kleinen Schwatz. Dann komm schon, du plattfüßige Qualle. Komm, schön mit dem Onkel mitgehen. So, und jetzt eine Rechtskurve. Hab ich dir nicht gesagt, es wird nicht mehr abgestaubt? Verrat mir eins, du arbeitest doch, oder? Warum zum Teufel musst du da noch klauen? Das ist doch krankhaft. Was machen Sie jetzt, Inspektor? Sperren Sie mich ein? Ich kann dich nicht einlochen, weil ich jetzt kein Bulle bin. Ich bin jetzt Fernfahrer. Und du kennst mich überhaupt nicht. Ich kenne Sie nicht. Wer hat mir denn pausenlos die Rübe verdroschen? Soll ich das alles bloß geträumt haben? Pass auf, ich erklär's dir. Ab heute, ab dem 15. Juli, tust du so, als hättest du mich noch nie gesehen, okay? Darf ich Sie wenigstens zu Weihnachten grüßen? Das werden wir noch sehen. Also, du Schlammspritzer, aktivier die paar grauen Zellen, die du noch hast. Ab heute heiße ich Luigi Rossi. Kapiert? Also, wie heiße ich? Inspektor Giraldi. Oh, willst du Streit suchen oder hast du wirklich einen Schaden im Gehäuse? 2 Worte. Ich verlange nur, dass du dir 2 Worte merkst. Also wie heiße ich? Luigi Rossi. Luigi Rossi. Und jetzt gehe ich mit meinen Jungs zum Jogging, wenn sie ausgepinkelt haben. Was beknackt ist, muss man erstmal finden. Es
Kennt ihr den schon? Herr und Frau Casagrande sind bei einem Makler, um sich ein Haus zu kaufen. Der Makler lobt das Haus in den höchsten Tönen. Er sagt, das ist ein Haus für Liebhaber, gnädige Frau. Darauf sagt sie, bitte sprechen Sie nicht so laut. Mein Mann ist eifersüchtig. Das ist echt spitze. Wenn ich der Makler gewesen wäre, ich hätte ihr gleich mal das Schlafzimmer gezeigt. Luigi, wo fährst du denn hin? Tja, wo fahre ich denn hin? Ich fahre nach Cremona. Was hast du geladen? Nudeln. Dann hast du ja nichts zu befürchten, aber ich habe den ganzen Karren voller Medikamente. Ihr wisst, was das heißt. Als wohl Muffensausen. Mann, vergiss nicht, der, den Sie bei Padua umgelegt haben, der hat auch Medikamente geladen. Ach, du redest einen Schluss, es ging doch gar nicht um die Ladung. Den Kollegen haben Sie niedergesäbelt, weil er anstelle seines Bruders gefahren ist. Das kapiere ich jetzt nicht. Warum kapierst du das nicht? Pass auf, ich sag dir, wenn Sergio den Laster gefahren hätte, wären manche Dinge anders gelaufen. Okay. Kleine Marcello wäre eine ehrliche Haut. Zu gut für dieses Leben. Aber Sergio, das Schlitzohr. Was willst du damit sagen? Was soll ich schon sagen? Das weiß doch jeder. Ich sollte besser meinen Mund halten. Aber ich meine, das ist doch kein Geheimnis mehr. Die letzten beiden Überfälle gingen auf sein Konto. Das kann ihm doch keiner beweisen. Beruhigt euch doch wieder. Ich finde, wir sollten uns da raushalten. Das ist Sergios Angelegenheit. Er ist sowieso schon halbtot. Auf deine Gesundheit. Entschuldige, was meinst du mit halbtot? Er kam mit einer Braut hierher, verstehst du? Sie haben sich die Bäuche vollgeschlagen und dann sind sie ins Bett gegangen. Sie war eine ganz scharfe. Ja, wahrscheinlich haben sie es dann ein bisschen zu wild getrieben. Der Ärmste hat sich einen Herzinfarkt geholt. Stell dir das mal vor. Ich sag euch, beim Pimpern ist es wie beim Schwimmen. Mit vollem Magen soll man eben nicht. Der Ärmste hatte keine Zeit mehr, seinen Bruder zu verständigen und er ist dann auch prompt reingerastet. Was hätte er ihm denn sagen sollen? Na, dreimal darfst du raten, was es war. Er hätte seinem Bruder sagen müssen, dass der Wagen von den Gangstern übernommen wird. So hat Marcello sich auf einen Kampf eingelassen und da haben sie ihn geschlachtet. Ja. Wer will die Rechnung? Niemand, wir bleiben hier, wir fahren erst morgen früh. Hey Kumpels, wie wär's mit dem Poker? Ja. Okay, hier mit den Karten. Ach, beim Pokern schlafen mir die Füße ein. Was haltet ihr davon, wenn wir nach Oviedo ins Kino fahren? Da läuft ein Pornofilm, der ist einsame Spitze. Aber ich verrate euch nicht, worum es geht. Ich werde die Spannung. Hey Mario, lasst uns deinen Wagen, wir wollen was für unsere Bildung tun. Wir fahren ins Kino, vielleicht können wir was lernen von denen. Ermäßigung für schöne Männer? Sicher, aber dann bezahlen sie mindestens das Doppelte. Ha, frech wie Oskar, die Kleine, ha? Hast du einen Schein für deine Augen? Was soll ich denn für einen Schein haben? Also, du hast wunderschöne Augen, nur ein bisschen stechen. Darum dachte ich, du hast vielleicht einen Waffenschein für deine Augen. Was ist jetzt? Sollen wir noch lange rumstehen und dein Gesumse anhören? Ja, geht ihr schon mal rein und amüsiert euch. Ja, ciao, ciao, ciao. Ciao. Frau oder Fräulein? Fräulein. Gut. Damit kommen wir der Sache schon näher. Wollen Sie nicht in den Film gehen? Ach, was interessieren mich die Zappelbilder, wenn ich sowas vor mir sehe. Im ersten Moment dachte ich fast, ich hätte den Mann meiner Träume gefunden, auf den ich gewartet habe. Ich bin solche Männer wie Sie nicht gewöhnt, die Frauen Komplimente machen. Das ist wie im Märchen, dass es sowas noch gibt. Ah ja, hier sind wir schon, hier wohne ich. Meine Wohnung ist zwar nur klein, aber sehr intim. Hört, wenn du möchtest, mache ich dir noch was Schönes zu essen. Aha. Ich habe alles da, was wir brauchen, sogar Sekt. Du verstehst schon, was ich meine. Aha, kleines Fresserchen, sag mal. Wie machst du denn die Ravioli? Na, wie soll ich sie machen? Natürlich mit den Händen. Weißt du, ich bin überhaupt nicht hungrig. Vielleicht ein andermal, tut mir leid. Aber... Ciao. Ciao. Aber ich bin es. Natürlich habe ich den Arzt gerufen. Ja, ja, ganz sicher. Er wird jeden Moment hier sein. Ja, ja, ja. Ja, Sie müssen sich nur ein paar Minuten gedulden. Aber hören Sie mal, wie meinen Sie? Es gibt ja auch noch andere Patienten, verstehen Sie? Aber ich sage Ihnen doch, er kommt gleich. Nein, nein, bleiben Sie ganz ruhig. Ich habe Ihnen verständigt, mir kann ich nicht sagen. Aber entschuldigen Sie. Was war das? Seltsam. Hallo, ist da jemand? Hallo. Hey, Sergio, alter Junge. Wer bist du? Wie geht's dir? Ich bin ein guter Kumpel von deinem Bruder. Marcello? Ja. Mir ist völlig schleierhaft, wie er auf die Idee kam,
mit dem LKW loszufahren. Sag mir, wer es war, Sergio. Dann werde ich ihn rächen. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Schweine mache ich eigenhändig fertig. Bleib ganz ruhig. Du musst erstmal deine Pumpe kurieren lassen. Ich kümmere mich drum. Vielleicht hast du recht. Aber überleg es dir gut. Es handelt sich um... Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie, Doktor. Seine Frau ist eine alte Bekannte von mir. Und da ich gerade in der Nähe war, hat sie mich gebeten, mal hier reinzudüsen. Ich meine, das bin ich dem alten Kumpel schuldig. Sie sagte, Luigi, wenn du zu ihm gehst, dann frag ihn nach einer gewissen Sache, die nur uns beide was angeht. Ja, ich verstehe. Trotzdem muss ich Sie bitten, sich an die Besuchszeiten zu halten. Es dauert nur einen Augenblick. Nein, der Patient muss sich einer Therapie unterziehen. Es geht um sein Leben. Tut mir leid, warten Sie draußen. Also, dann soll er tun, was er nicht lassen kann. Ich warte draußen. Augusto, es ist mir völlig neu, dass sich Rollstühle von alleine bewegen und dabei an eine Mauer geschleudert werden. Ich verstehe das auch nicht, Herr Doktor. Plötzlich hat's geknallt und der Stuhl war dort. Du wolltest doch nicht mehr trinken, oder? Ich bin nüchtern wie ein Schluck Wasser, Doktor. Tja. Und er hat sich doch bewegt. Von den Carabinieri aus Orvieta fahren. Bist du auch ganz sicher, dass sie ihn umgebracht haben? Hundertprozentig, Chef. Er wollte mir gerade die Namen ins Ohr blasen. Da kamen die dazwischen. Die haben ihn schon länger überwacht. Das Dumme ist, dass du in geheimer Mission arbeitest. Sonst wärst du in dem Fall der beste Zeuge aller Zeiten. Ja, darum ist die an die Front. Das ist kein Problem für uns. Diese Typen arbeiten alle nach dem gleichen Schema. Aber du solltest vorsichtig sein. Schätzchen, ich möchte jetzt am liebsten mit dir im Bett liegen und dich so richtig ablutschen. Du süßes, kleines Schweinchen. Ciao. Idiot. Wer war das? Wer soll es schon gewesen sein, ein Fernfahrer? Was will ein Fernfahrer von dir um 5 Uhr in der Früh? Na, was wird wohl ein Fernfahrer früh um 5 wollen? Frag nicht, die Sache ist geheim. Schlaf bitte, schlaf jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung, was die Mühle hat. Bei 100 fängt sie an zu tanzen. Hm. Und man versucht, das Radio auszuschalten? Hättest du mir früher sagen sollen, nicht jetzt, wo wir uns trennen. Du fährst doch in die Lombardei. Sag mal, du könntest doch auf dem Rückweg bei mir zu Hause vorbeikommen. In Rovereto fragst du nach mir und jeder wird dir sagen, wo ich wohne. Mach okay? Ich. Ich muss abhauen, ich bin schon spät dran. Mhm. Ciao, ciao. Alles klar, mach's gut, Carver. Wie viel? 3000. Nein, wie viele Jahre Sie schon hier sind? 4 Monate. Also. Gehst du mal bitte hin, okay? Hallo? Hallo? Wer ist es? Blödes Arschloch. Wie sein Vater. Hey, bist du verrückt? Wo willst du hin? Ein Erdungsschlampe, das machst du nicht normal, du Mischlöch. Du, was ich dir sage, kapiert? Mach hier bloß keinen Aufstand, sonst schnall. Steig wieder ein. Nein. Hör mal, du, ich verdreche dich, dass die Luft wegbleibt. Ich warne dich, treib dich zu weit. Hey. Was wollen Sie?
Macht sowas ein braver Junge? Du kriegst gleich auch einen in die Fresse. Brauchst eine Abmischung, was? So, jetzt kannst du dein Hirn auf Landurlaub schicken. Verzieh dich. Hat's sehr wehgetan? Ein bisschen. Soll ich dich begleiten? Ja, gern. Kennst du den Spargel-Tarzan schon lange? Ja, seit ungefähr einem Jahr. Er hat mir mal sehr geholfen. Wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nie angefangen zu singen. Ach, du bist Sängerin? Ja, ich singe. So richtig aus dem Mund? Ja. Ich will nach Bologna zu so einem Sängerwettbewerb. Also, wenn ich Patata erzähle, dass ich eine Sängerin bis nach Bologna mitgenommen habe, wird er mir das bestimmt nicht glauben. Wer ist Patata? Ach, ein Freund von mir. Sag mal, warum hat dich der Typ geschlagen? Ich an seiner Stelle würde... Das ist eine ziemlich dumme Geschichte, weil... Weil was? Weil er irgendwelche Drogen verkauft. Und weil er von mir verlangt, dass ich ihm helfe. Mich geht's ja nichts an, aber ich würde den Dummsülzer vergessen. Das bringt nichts. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Anna. Anna, ha? Sag mal, angenommen, ich fahre dich mit meinem Luxusgefährt zu dem Wettbewerb bis vor die Haustür. Darf ich dann mit rein? Ja, wenn du Lust hast. Ja, nur wieder. Danke. Nach der Gruppe Rockfeier möchte ich Ihnen eine neue Stimme vorstellen. Und Sie werden mit mir einer Meinung sein. Es ist eine Stimme wie Sam. Meine Freunde, ich darf Sie um einen dicken Applaus bitten für Anna Dandy. Ich grüße mich, 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 ich grüße mich,
wird gefeiert. Hoffen wir auf die Siegerin des 18. Festivals der neuen Stimme. Anna Dandy. Viel heiße Luft und keine Kohle, was? Nein, einen Moment, ich habe den Scheck in der Tasche. Außerdem ist die Künstlerin zum Abendessen beim Bürgermeister eingeladen. Nein, tut mir leid, ich habe was anderes vor. Du wirst sehen, mein Kumpel Carbone wird dir gefallen. Er ist sympathisch. Seine Frau kenne ich nicht, aber er ist wirklich in Ordnung. Das ist Reaktion, was? Tja, bei Frauen und Hunden muss ich halten. Oh. Bist du lebensmüde, hä? Willst du dich umbringen? Hä? Na, geh schon, weg von der Straße. Na komm, na geh schon. Hä? Willst du mit mir kommen, hä? Richtigen Auto fahren? Soll ich ihn mitnehmen? Ja. Okay, du hast gewonnen. So. Und langsam. Hier, nimm ihn. Komm zu mir. Oh, ist hier süß. Wie dünn er ist. Na, du? Wie wollen wir ihn nennen? Na, mal sehen. Heute ist Montag. Ja. Nennen wir ihn Montag. Hallo, Montag. Montag. Hallo, Montag. Oh, bist du lieb. Dieses Service ist echt antik. Es hat einen Haufen Geld gekostet. Ein Porzellan, das richtig vergoldet ist. Also bitte, Laura, sowas sagt man doch nicht. Hey, hört mal, wollt ihr beide hier übernachten? Ich habe so viel verdrückt, dass ich es nicht mehr bis zum Wagen schaffe. Laura, das Essen war wirklich sensationell. Die Ravioli habe ich natürlich selbst gemacht. Wie haben Sie die gemacht? Na, mit den Händen, ist doch klar. Ah, ja, natürlich. Wisst ihr, was wir heute Abend machen? Wir gehen zu einem Boxkampf. Das ist hier ganz in der Nähe. Und danach gehen wir noch richtig einen heben. Oh ja, in so eine ganz finstere Bar. Ja. Der Trainer von dem römischen Boxclub ist ein Freund von mir, der lässt uns gratis rein. Spitze, morgen schlafen wir lange und dann begleite ich euch hübschen zurück nach Rom. Ich habe eine Ladung Fernseher, die ich in die Abruzzen fahren muss. Und für die beiden Turteltäubchen haben wir zwei Zimmer mit einer Verbindungstür. Aha, na hoffentlich verlaufe ich mich da nicht. Fantastisch, ihr werdet schon irgendeine Beschäftigung finden. Ich weiß jedenfalls, was ich mache. Hör sofort auf, Antonio, du weißt, ich kann diese vulgäre Art nicht leiden. Hallo, Pepinello. Hör mal, ich bin hier mit drei guten Bekannten. Lass uns doch durch, oder? Wer sind Sie? Ich kenne Sie überhaupt nicht. Ist dir dein bisschen Gehirn ausgelaufen? Du erinnerst dich doch an mich. Nein, ich erinnere mich nicht. Komm, wir ich glaube, wir müssen doch zahlen. Nein. Na, dann komm mal mit. Was ist jetzt los? Wo geht er hin mit ihm? Also? Also was? Kennst du mich oder kennst du mich nicht? Wenn ich Sie kenne, schlagen Sie mich. Wenn ich Sie nicht kenne, schlagen Sie mich auch. Darüber kann ich nicht mehr lachen. Wie kann man nur so bescheuert sein? Als Inspektor solltest du mich nicht kennen, aber doch als Luigi Rossi, den Fernfahrer, hä? Also ehrlich gesagt, das ist mir alles so hoch, aber wenn Sie umsonst rein wollen, dann kommen Sie mit. Na, mein kleines Trottelschnäuzchen, komm zu deinem Lebensretter. Ah, der hat wahrscheinlich gedacht, du fährst ohne ihn nach Rom, drum ist er uns nachgerannt. Mein Gott, so ein hässliches Vieh. Das musst gerade du sagen. Also was ist, gehen wir jetzt endlich rein oder machen wir hier draußen eine Hundeschau? Die Herrschaften sind meine Gäste. Der bringt doch kein Bein auf Boden, der Junge. Ich stimme dich später auf. Wie kommt es, dass die Boxer, die deinen Freund trainiert, alle verlieren? Ich habe keine Ahnung. Immerhin haben diese Fleischklopfer schon ein paar Goldmedaillen gewonnen. Habe ich gesehen. Kopf hoch und auf Distanz gehen, Michelotti. Kopf hoch und zurückgehen. Und jetzt in die Leber, Michelotti. Ja, in die Leber. Klopf sie weit. Leber auf venezianische Art. Michelotti, kapierst du nicht, was ich meine? Oh nein, was machst du da für einen Scheiß zusammen? Nach drei Jahren Spitzentraining muss ich mir diese Schande abzählen. Bravo, Michelotti. Bravo, bravo. Wie war ich?
Bis auf ein paar Ausrutscher warst du glänzend, Michelotti. Er hat dich faktisch überhaupt nicht berührt. Wahrscheinlich ist er auf einem Auge blind. Ich als dein Trainer glaube an dich und das gibt dir Kraft. Pipinello! Was ist? Ich sehe schwarz für deinen Schützling. Den kannst du morgen mit dem Taschenmesser von den Seilen kratzen. Wie sieht's mit dem Punkt? Wenn du ihn jetzt noch ein paar Mal K.O. schlägst, dann heißt es unentschieden. Warum sagst du denn sowas zu ihm? Diese leere Hose ist doch eine Zumutung. Wirf das Handtuch, Mann! Michelotti war immer toll in Form. Deine Rechte hatte die Wucht einer Bombe. Unter Bomben soll es auch Blindgänger geben, habe ich gehört. Das hättest du nicht sagen sollen. Pipinello, das ist bereits die dritte Runde, die wir verloren haben. Erinnere dich an Perugia. Ich sagte zu dir, wenn wir verlieren, bekommst du das Bündchen nicht. Schau doch, wie sie ihn zugerichtet haben. Zum Heulen. Unser Verein ist daran gewöhnt, dass er gewinnt. Wer ist denn schuld an dieser Niederlage? Natürlich die Signorina. Nein, nein! Entsetzlich, ich hab's geahnt, aber vielleicht tut ihm die Lektion gut. Ich möchte euch meine Verlobte vorstellen. Bocconotti Cinzia. Wir werden bald heiraten und es wäre wahnsinnig nett, wenn ihr die Trauzeugen spielen würdet. Na gern, wann soll der Unfug stattfinden? Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Ich muss mir meine Lebensversicherung auszahlen lassen, meine Arbeitslosenversicherung kündigen und so weiter. Ja klar, sie verdient ja gut. Ich sehe schnell noch Michelotti. Entschuldige. Du darfst das nicht so ernst nehmen, was dieser Typ da vorhin in die Gegend puttert und hat. Sie ist ein anständiges Mädchen. Sie ist nur ein wenig freizügig, aber sie arbeitet. Sie verkauft Kleenex, Feuerzeuge. Wir kommen gleich die Tränen. Sie ist wie ein Engel. Du solltest dir zu Weihnachten einen hübschen Heiligenschein kaufen. Tankstelle fahre da vorne. Irgendwie sind deine Freunde sehr sympathisch und vor allem sehr großzügig. Ja, fast ein wenig zu großzügig. Wieso? Was meinst du damit? Na, ich bitte dich, eine Villa, so ein Swimming-Dings da, ein Hausmädchen, ein Gärtner, ich klunk an seiner Alten und er ist Fernfahrer. Entschuldige, aber sie könnten doch beide aus reichen Familien stammen. Reiche Familien, so sehen die zwei auch aus. Und er quält sich mit seinem Hobel jeden Tag über die Autostrada. Warum beschäftigt dich das eigentlich so? Weil ich mich frage, wie sich der Typ bei der miesen Bezahlung ein goldener Scheißhaus leisten kann, während ich im Freien pinkeln muss. War es wirklich nötig, Sergio Tanuscia aus dem Weg zu räumen? Also wir haben mit dieser Geschichte nichts zu tun. Das war auf einer ganz anderen Tour, die unsere Leute überhaupt nicht fahren. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ja, auf dein Konto bei der Bank von Parma. Gut. Ich muss mit diesen Spielchen langsam aufhören. Ich habe das Gefühl, die schlucken das nicht mehr. Erzähl das dem Boss. Bindet mich nicht zu fest an, ja? Okay, das reicht. Den LKW am üblichen Platz, okay? Ja.
sind wir. Ich wohne gleich rechts um die Ecke. Und jetzt? Und jetzt? Leb wohl. Was heißt leb wohl? Leb wohl? Da fällt mir echt nichts mehr ein. Du kannst mich doch nicht so einfach in den Wind schießen, oder? Sei mir nicht böse, Luigi, aber ich kann deine Beziehung nicht auf dem Unglück einer anderen aufbauen. Aber was heißt auf dem Unglück einer anderen? Was weißt du schon von meiner Frau? Was weißt du von mir? Hä? Für dich ist es einfach. Du verbringst mit mir ein paar nette Tage und ich, arme Sau, kann mich im Tiefflug zum Teufel scheren. Genau so ist es. Was willst du? Sollen wir das Spiel weiterspielen? Natürlich spielen wir weiter. Mit ein paar Trümpfen in der Hand werden wir die Karten noch nicht hinschmeißen. Du musst mir Zeit geben, meinen Krempel in Ordnung zu bringen. Was ist mit dem Hund? Behältst du ihn oder soll ich ihn mitnehmen? Nein, gib ihn mir. Dann kommst du vielleicht eher zurück. Du hast ihn noch gerne, oder? Eigentlich habe ich gar keine Lust, in die dunkelschwarze Nacht hinauszufahren. Ich würde viel lieber bei dir bleiben. Ich sollte zu einem Tanzturnier gehen. Wenn es sein muss, tanzen. Ein wunderbarer Abend, ein wunderbares Publikum und ein hervorragendes Orchester sind die Garantien für ein interessantes Turnier mit tollen Preisen für das beste Paar im Mazurka-Tanzen. Polka, Mazurka, Novità del Ballo Liscio. Che si balla di rovescio senza far lo striscio ma con il caschetto. Polka mazurka, imparate anche voi. Questo polle carosello è un gioiello che somiglia al saltarello con un, due, tre. Polka mazurka, novità del ballo liscio. Che si balla di rovescio senza far lo striscio ma con il caschetto. Und nun habe ich die Ehre, Ihnen die Mitglieder unserer Jury vorzustellen. Da haben wir den Physiklehrer Gigliani aus Rom und dann Professor Romanelli aus Albano, die Lehrerin Santinelli aus Rom, sowie unsere Schriftführerin Signora Corradini. Und auch ein ganz besonderer Gast ist heute unter uns, die Sängerin Anna Danby. Sie hat beim diesjährigen Festival der Neuen Stimmen den ersten Preis gewonnen. Auch sie nimmt an unserem Tanzturnier im Polka Mazurka Tanzen teil. Applaus für Anna Landi. Mazurka, novità del ballo liscio. Meine Damen und Herren, die Jury beginnt nun mit der Beurteilung. Das Paar mit der Nummer 64 erhält die Wertung 4-3-4. Als nächstes das Paar Nummer 44. 5-5-3. Und nun bitte die Beurteilung für das Paar Nummer 21. 21, das ist Anna Danny und ihr Partner. Und die Wertung 10-10-10. Ich glaube nicht, dass noch ein anderes Paar diese höchste Wertung erreicht wird. Bravo, Anna! Mein lieber Luigi, wie geht's denn? Ach, kann ich klagen, aber die haben sie die Karre unterm Hintern weggeklaut. Ach, ich bin Kummer gewohnt, das ist schließlich nicht das erste Mal. Wie ist es denn passiert, hä? Ah, wie es passiert ist? Sie haben mir die Pistole auf die Brust gesetzt und habe ich es besser sein lassen, den Helden zu spielen. Ja, das kann ich verstehen. Er legt schon gern freiwillig den Löffel aus der Hand. Außerdem, was soll's? Die Versicherung muss sowieso tragen. Sag mal, wie viel bin ich dir eigentlich noch schuldig? Ich glaube, es waren 300 Riesen. Ja, 300. Ich habe Probleme mit meiner Frau. Es kann sein, dass ich mich scheiden lasse und dann muss ich den Anwalt bezahlen und so. Und? Ich gebe dir heute erstmal 100.000 und den Rest bekommst du, wenn ich wieder aus dem Sumpf bin. Komm, langweil mich nicht mit sowas. Zahl mir zurück, wenn es dir besser geht. Ich werde deswegen schon nicht verhungern. Wirklich Möchtest nicht? Du was trinken? Ja, irgendwas Feuchtes. Was willst du? Oh, was hast du? Ja, so ziemlich alles. Cognac, Wodka, Whisky, Grappa, Cedro, Wermut, Zabaione, ich meine Sambuca. Dann gib mir Maraschino. Nein, Maraschino habe ich nicht. Dann gar nichts. Hör mal, Luigi. Was? Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. In unserem Staat bekommt nur der, was der es sich holt. Schau mich an. Ich habe gestunken wie ein sizilianischer Maulesel. Meine Frau musste als Putzfrau arbeiten. Und heute geht es mir ausgezeichnet, wie du siehst. Ja, das sehe ich. Wenn du willst, könntest du in ein paar Jahren auch so ein Haus haben. Vielleicht noch größer. Und eine hübsche Summe auf der Bank. Hey, eher geht mein Hamster in eine Piepshow. Und wie soll das funktionieren? Das ist ganz einfach. Was fährst du gerade? Medikamente, die bringe ich nach Rom. Passt genau, das brauchen wir. Ich rufe gleich den Boss an. Ja. Bist du wirklich nicht wenigstens einen Kaffee? Ah, ein Kaffee. Gut, ich mache dir einen Kaffee.
Aber mit Maraschino, okay? Hey, ich hab kein Maraschino, hab ich doch gesagt. Doch nichts, lass es sein. Sag mal, Carbo, wer ist dein Boss? Ah, ist doch unwichtig, wer der Boss ist. Hauptsache, die Kohle kommt auf dein Bankkonto. Wie viel ist drin? Viel Geld. Wie viel Geld? Wie viel Geld? 10 Millionen. 10 Millionen. Das wäre ein Ding. Da würde ich 500.000 davon abzweigen und mir einen Vorrat an Maraschino anlegen. Sag, was ich tun soll, ich tu's. Hinter Oviedo wird dir ein parkender Wagen auffallen. Grau mit Metalleffekt, mit geöffneter Motorhaube, wie bei einer Panne. Nochmal zum Mitschreiben. Nach Oviedo, graues Auto mit Metalleffekt, offene Haube, wie bei einer Panne. Du hältst an und tust so, als wolltest du helfen. Ja, ich hab's gefressen. Alles, was du dann noch machen musst, ist deine Kontonummer angeben. Der Spruch ist gut, Carbo. Ich und eine Kontonummer. Als ich geheiratet habe, war meine Frau blank und ich auch. Und so ist es heute noch. Meine Frau ist in die Stadt gefahren und bis sie zurückkommt, spielen wir eine Runde Billard. Das steht unten im Hobbyraum. Entschuldige, Moment. Kann ich mal schnell dein Telefon missbrauchen? Ja, ja, du kannst machen, was du willst. Tu so, als wenn du hier zu Hause wärst. Danke. Hallo? Anna, ich bin's. Hallo Luigi, ich habe schon so auf deinen Anruf gewartet. Ich konnte es auch kaum erwarten, dich anzurufen. Wenn der Draht nicht so dünn wäre, würde ich glatt zu dir durchschlüpfen. Luigi, bist du noch dran? Was ist denn los? Sag doch was! Entschuldige, ich dachte eben, ich sehe den Weihnachtsmann. Das ist eine ziemliche Seltenheit im Sommer. Du, ich komme so schnell es geht. Ich halte es ohne dich nicht mehr aus. Ich halte es auch nicht mehr aus ohne dich, mein Schatz. Ich muss dich unbedingt sehen. Und der arme Montag ist auch ganz traurig. Jedes Mal, wenn ein Lastwagen vorbeifährt, spielt er verrückt und fängt an zu bellen. Er denkt, du bist es. Fressen tut er auch nicht mehr. Er will dich sehen. Entschuldige, Luigi. Warte, Moment. Ich habe schnell was zu erledigen. Lass dich nicht stören. Ich bin in einer knappen Stunde wieder zurück. Mach es dir gemütlich. Kannst auch in den Pool springen, wenn du Lust hast. Ja, also, ciao. Das mache ich gleich. Ciao, Carbo. Ciao. Du, ich rufe dich später nochmal an. Ich muss hinaus ins feindliche Leben. Ciao. Ciao, mein Schatz. Okay.
der Bank von Siena für dich eröffnet und 10 Millionen eingezahlt. Okay. Bist du neu? Nein, ich bin gebraucht. Lad den Wagen nach. Mach dich ein bisschen dreckig am Boden, dann fesseln wir dich an den Baum. Willst du, dass mir die Ameisen in den Hintern kriechen oder was? Warum soll ich mich dreckig machen und an den Baum fesseln lassen? Traust du mir nicht? Das Leben ist doch so schon hart genug. Meinst du nicht auch, mein dicker Gummibär? Außerdem, die Scheinchen schlummern schon tief und fest auf der Bank. Pfeif dir ein paar Spaghetti ein, ja? Hast ja recht. Na, sag ich doch. Also fahren wir. Ciao. Fahr du den LKW. Ich sagte, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wen? Fernfahrer. Und, ist das was Besonderes? Ich weiß nicht recht, da könnte was faul dran sein. Die Medikamente müssen abends in Neapel sein. Mit der Ware. Den fahr ich. Gut, hau ab. Wir treffen uns dann alle wieder wie vereinbart, klar? Ja, ja, schon klar. Also, Jungs, ab geht's. Thank you.
heute nehme ich mal die Confidential, Grand Hotel und La Villa 2000. Wie viel? 3500. Ciao, Rocky. Ciao. Ich habe gehört, ihr wart im Schwimmbad heute. Ihr müsst rumgetobt haben wie die Teufel. Im Schwimmbad nicht. Aber wenn du Seppe nochmal mitkommt, gehe ich nicht mehr ins Wasser. Der pinkelt da und rein. Aber alle Kinder machen doch mal Pipi ins Wasser. Ja, aber er pinkelt vom 3-Meter-Brett runter. Das nervt mich. Signor Tacchini? Vielen Dank, Signor Tacchini, dass Sie Rocky mitgenommen haben. Hey, schau, das ist Papa. Das ist Papa, wie er tanzt. Signor Tacchini, das ist doch Unsinn. Warum soll dein Vater in der Zeitung sein? Los, komm jetzt. Mein Papa ist Polizist. Warum sollte von ihm ein Bild in der Zeitung sein? Also nochmals vielen Dank, Signor Tacchini. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, Rocky. Ciao. Wiedersehen. Ciao. Macaroni, die schärfste Nudel, alias Luigi Rossi. Was gibt es Neues? Man hat meinen Truck gefunden, oder? Ja, aber ausgeraubt. Dabei habe ich kräftig mitgeholfen. Ich weiß, wo sie die Ware umladen. Das ist eine Werkshalle in der Nähe von Vetrala. Das ist doch schon eine ganze Menge. Ja, und bezahlt wird mit harten Drogen. Der, der den Vermittler spielt, ist gleichzeitig der Vizeboss. Er deponiert das Zeug auf einem Friedhof. Was meinst du, Tony? Sollen wir zuschlagen oder sollen wir noch warten? Es ist noch zu früh. Das Fußvolk schnappen wir uns mit links. Aber ich möchte mich zu ihrem Boss vorarbeiten. Dann lassen wir auch die Drogen vorläufig dort, wo sie sind. Na logo, Trentini. Tote nehmen keinen Stoff. Meinetwegen, mach, was du für richtig hältst, aber lass von dir hören, ja? Ach, übrigens, deine Frau, die ist ganz schön sauer auf dich. Sie hat Fotos von dir gesehen in irgendeinem Schmierblatt. Was meinst du? Soll ich mit ihr reden? Ihr alles erklären? Nein, es gibt nichts zu erklären. Es ist doch hoffentlich nichts Ernstes, Tony. Trenti, bitte kümmere dich um deinen Scheiß. Ich hab dir alles gesagt. Ende der Beichte, mach einen Abgang. Du bist wieder äußerst reizend heute. Meine Tochter. Fahre am 15. des Monats nach Bologna. Warum? Was ist denn dort am 15. in Bologna? Da ist Viehmarkt, da sind noch mehr so dumme Kühe. Du Sumpfhuhn. Hallo Luigi. Na komm, steig ein. Aha, wie geht's dir denn? Oh, jetzt geht's mir fantastisch. Ich muss mit dir reden, Anna. Das Wichtigste für mich ist, dass du hier bist. Also ich habe noch was zu tun. Das dauert so 8 bis 10 Tage. Ich werde das erledigen und dann komme ich sofort zurück. Und danach wir zusammen weg von hier. Und deine Frau? Tja, meine Frau, ich denke, die wird's verstehen. Außerdem glaube ich, dass sie sowieso schon ahnt, was da läuft. Und dein Sohn? Der ist noch zu klein. Irgendwann werde ich es ihm erklären. Mir ist alles recht. Hauptsache, du bist bei mir. Ich brauche dich. Und deine Arbeit? Meine Arbeit? Ich kenne ein Plattenstudio in Mailand. Die haben mir einen Vertrag geschickt. Ich muss mich innerhalb von 14 Tagen entscheiden. Aber ich weiß noch nicht recht. Ich bin so... Ich weiß nicht. Das wäre doch Sprungbrett für deine Karriere. Für meine Karriere wäre es das Beste. Aber nun bist du da. Ja, und wie? Aber was hindert dich daran? Gar
Ehre und Liebe vertragen sich schlecht. Meinst du das ehrlich? Mhm. Schwöre es. Ich schwöre es. Gib mir einen Schmatz. Du bist süß. Was wollt ihr denn? Ich hab nichts geladen. Null. Fahr den Wagen nach. Los. Die Karre ist leer. Ich hab nicht mal ein Aspirin dabei. Diesmal geht's nicht um die Ladung, sondern um den Fahrer. Ach, na, endlich bin ich auch mal wichtig. Quatsch nicht. Fahr los. Wie soll ich dich anreden, ne? Als Luigi Rossi, den Fernfahrer, oder als Inspektor Tony Giraldi von der Spezialeinheit? Das überlasse ich ganz dir, du Arschloch. Weißt du, ich hätte dich schon auf der Autobahn umlegen lassen können. Schuss in Kopf und gute Nacht. Aber ich habe dich hierher bringen lassen, weil ich dich Bullensau persönlich erledigen will. Hübsche Arbeit. Weißt du, was ich mache? Ich schneid dir die Rübe runter und schick sie deiner Alten. Wenn ich sowieso hops gehe, kannst du es mir ja sagen. Wer ist der Boss? Du selbst hast nicht das Format dazu. Ach, der Boss. Der holt manchmal deinen Sohn von der Schule ab. Dem Jungen hast du es zu verdanken, dass du aufgeflogen bist. Er hat dem Chef das Bild gezeigt, wo du mit einem Mädchen tanzt. Und, schlaf dich ein. Wir machen kein Jogging für Rentner. Immer schön locker in den Beinen. Vorwärts. Das ist doch der Hund von unserem Freund. Komm schon her zu mir. Das ist er doch, eine Gelotte, oder? Ja, ich glaube schon. Da steht ja auch sein LKW. Wir und viele andere denken ebenso. Wir wollen nicht länger für einen Hungerlohn wie die Sklaven schuften. Wir wollen unser Leben genauso genießen wie die Reichen. Und das wirst du, Idiot, uns nicht vermasseln. Schnappt sie euch, Jungs! Brecht den sämtlichen Knochen! Das ist gute Fälle für euch! Halt die Schmerzen! Komm her, dann lass ich dir die Luft aus. Mein Arm, du Sack! Herrliche Trainingshalle. Schön auf allen Leib, Jungs. Poliert den Typ die Birne. Hilfe, ich habe ihn aufs Auge gekriegt. Hey, was ist das, Vigorello? Ein Zaubertrank! Hey, wo soll das Klavier hin? Nehmt ein Schlüsselchen, Vigorello, und ihr werdet stark wie Pipinello! Wo ist der Nächste? Lass mich mal heran! Ja. Ein Schluck, Vigorello, und ich nehme die ganze Bude auseinander! Wie ist noch einer übrig?
schon an zu riechen. Inspektor, diesen kleinen süßen Pinscher haben Sie jetzt zu verdanken, dass wir Sie hier drin gefunden haben. Du bist ein echter Freund. Hm, jetzt hast du einen Satz Ohrfeigen, gut. Soll das heißen, dass ich jetzt für längere Zeit keine mehr verpasst kriege? Ja, genau, du willst dir aufschreiben. Wie komme ich dann bitte auf die zwei Briefbögen vom Polizeipräsidium? Kannst du aus der Hand lesen? Guck dir mal genau die Handlinien an. Was steht da? Also, was willst du? Zwei Blätter mit dem Briefkopf des Polizeipräsidiums. Das soll gut fürs Gehirn sein. Sind Sie fertig oder kommt noch was nach? Nein, ich habe schon ganz fettige Hände. Das artet langsam in Arbeit aus. Pipinello, tu mir einen Gefallen. Wenn du nach Rom kommst, bring meinem Sohn den Hund, ja? Ja. Was ist mit Ihnen? Fahren Sie nicht nach Rom? Ich bin dienstlich unterwegs, Dicker. Ja. Da liegen ein paar hundert Jahre Zuchthaus. Aber wenn mich mein Auge nicht täuscht, fehlt da noch einer. Wer soll denn fehlen? Liegt der Chef nicht in der Grube, drückt der Toni auf die Tube. Alte Bauernregel. Ciao, Pipinello. Ciao, Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, rufe ich bei der Polizei an und sage, dass Sie die gestohlene Waren hier abholen können. Aber ich habe dir doch gesagt, dass wir damit nicht gerechnet haben. Wer konnte denn an, dass diese Scheißkerle zufällig dort auftauchen? Nein, wir haben keine Zeit mehr dazu. Also in einer Stunde am üblichen Treffpunkt. Ich hol das Zeug und dann kratzen wir zusammen die Kurve. Zum Glück ist das nächste Telefon mehr als 20 Kilometer von der Halle entfernt. Ich muss nur noch meine Frau verständigen. Kannst du dir sparen? Bravo, Toni. Hallo, Trentini. Ein Glück, dass du auch einen Hubschrauber fliegen kannst. Aber ich hab's schon immer gesagt, beweglich sein ist alles. Na komm schon, lach doch ein bisschen. Du warst großartig, sensationell. Was willst du haben, eine Medaille? Nein, lieber einen Kaffee. Ja, natürlich. Komm, aber wir fahren. Ins Kino.
Ein goldenes Scheißhaus, aber kein Maraschino im Schrank, diese Banausen. Fährst du nicht nach Hause? Mhm. Das ist eine hübsche Gegend hier, da miete ich mir ein Zimmer. Ich habe was gegen hysterische Szenen. Noch dazu, wenn sie berechtigt sind. Entschuldige, wenn deine Frau im Recht ist, warum rufst du sie dann nicht an? Du sabbelst schon wieder zu viel, Trenti. Das läuft bei mir nicht. Mach doch, was du willst. Hallo, Rocky. Was ist los mit dir, Rocky? Warum sagst du nichts? Schön, dass du da bist. Ich muss mit dir reden, darum habe ich Trentini gebeten, dass er Papa, dich hier... Papa, ich muss auch mit dir reden, aber erstmal kommst du nach Hause. Was ist mit dir? Hast du Schiss, nach Hause zu kommen? Ein bisschen schon. Kommst du jetzt? Qualche volta coi pensieri ho scarabocchiato il cielo.